So, was mache ich hier? Etwas, was ich vergessen hatte, nämlich Salamanderhaut sammeln. Denn die brauchen wir. Deswegen wende ich das jetzt kurz ein, wie ich mir die hole. Gibt's auch in Argolis, wenn man sich in die vorletzte Grube vor dem Meer fallen lässt, wo man den Delfin nach Kreta ruft. Ja, das dazu. Dann würde ich mal sagen... Jawohl. Geht jetzt ab nach Kreta. Ihr seht hier, dass ich 18 Schlangen heute habe. Salamander heute. Und ja, die letzten zwei holen wir auf dem Weg. Und ja, dann geht's in Kreta weiter. 20 Stück braucht ihr in der Zahl, hatte ich glaube ich eben schon gesagt. Ja, und dann ist es auch gar nicht mehr so weit bis in die Unterwelt. Und da ich jetzt wahrscheinlich sowieso... Also es ist nicht mehr viel. Ich bin jetzt einfach mal gechillt und hab da hier wahrscheinlich... Wahrscheinlich werde ich hier ein paar Tote sterben, weil ab jetzt ist... Ja. Das quasi, was jetzt an Bossen kommt, das ist nicht mehr so, dass ich das noch irgendwo in der Birne habe. Wichtig ist, dass mir eingefallen ist, dass wir Salamanderhaut brauchen, also das ist ja schon was viel wert. So, das Schwert wieder einschalten, denn jetzt, wenn wir uns in diese Schlangengrube bewegen, der Salamandergrube, da müsst ihr, müsst ihr das Schwert benutzen, ihr könnt die Viecher sonst nicht töten. Das habt ihr wahrscheinlich eben in dem Video, in dem kurzen hier vorher schon gesehen, dass man das so machen muss. Hier holen wir uns jetzt die letzten zwei Stück. Ja. Also ihr könnt das abdamen, wo ihr das Schwert hier bekommt. Also auch ohne das Bracelet, also ohne das Armband, womit ihr dann die Blitze schießen könnt, ohne Energie zu verlieren, könnt ihr hier schon rein. Ihr müsst halt die normale Klinge benutzen, mache ich ja jetzt eigentlich auch die ganze Zeit. Ich habe es bloß vergessen gehabt, deswegen mache ich es jetzt erst. Aber es ist immens wichtig, denn das zu haben. Denn durch die Salamanderhautschild, schön, dass ich jetzt hier auch nochmal den falschen Weg gehe, irgendwie rein. Ja, könnt ihr dann die starken Waffen der letzten Bosse blocken. Ja, die fallen dann ab. Sofern ihr stillsteht. Das ist natürlich auch nicht immer so einfach, wenn man Hektiker ist. Ich bin das, wenn ich. Also bei Spielen, die ich schlechter kann, bin ich absoluter Hektiker, so wie hier. Habt ihr wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen, wo ich dann wie ein Viehdiator gestorben bin. So, ruckzuck, mach mal keinen Kraft jetzt hier. Das schon auch noch weg. Diese Fledermäuse, die macht mich wahnsinnig. So, Ocarina.
abgeht, die Post. So, und jetzt. Ja. Au! Haut ruhig, haut ein paar von den Viechern kaputt. Das wäre jetzt nicht mehr der Weltuntergang. Das ist sowieso das Letzte, was ihr in der Oberwelt macht. So. Okay. Okay, und hier wieder den Weg merken. Ich habe mir, wie gesagt, hatte ich ja im letzten Video, glaube ich, gesagt, hatte ich mir das aufgeschrieben, wo ich lang muss. Ich hatte es ein-, zweimal ausprobiert, weil ich wirklich gar nicht mehr wusste, wo es lang geht beim zweiten Mal. Kann sein, dass ich jetzt hier auch nochmal einen Fehler mache, aber ich denke mal, das könnte hinhauen. Oh ja, ist ja gut, Mann. Wer denkt er denn, dass er ist? Er einer vom Foot Clan? Alter, Untersteuerkreuz, naja. Einfach, hier müsst ihr jetzt, jawohl, hier sind wir richtig. Willst du ein Schild aus Salamanderhaut? Dann brauche ich 20 Salamander heute und 80 Oliven musst ihr ihr bezahlen. Und dann werdet ihr gleich dieses wunderschöne Schild bekommen. Da ist es. Weiter geht's. Ich weiß, wir werden wieder weit kommen. Glaube ich. Ich werde das gleich abschminken. Hier noch irgendwie. Moment. Ja, gut, das ist hier los. Das kann ich jetzt auch nicht gucken. So. Auf ein neues. Das Salamander-Schild haben wir. Und. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass wir unseren, na, unsere, ja, ihr seht in meinem Menü, das habe ich jetzt noch genug auf, das gibt's doch wohl gar nicht, oder? War schon tot, trifft mich noch. In meinem Menü habt ihr ja gesehen, dass, ich so ziemlich alles habe, es fehlt nur noch ein kleines Teil, das gilt es jetzt noch zu holen. Und um das zu schaffen, müssen wir natürlich noch einen mythischen Boss besiegen. Oh, lasst mich hier durch. Oh, verpisst euch, das gibt's doch gar nicht! Oh, ein dreckiges Mistvieh! Oh, diese Flugviecher. So, ja, da unten seht das. Zwei Herzen habe ich und das dritte ist wieder eine Message. Das müssen wir dann halt, müssen wir uns halt noch holen. Und ich weiß gerade gar nicht mehr. Oh ja, okay, ich bin richtig. Ich hoffe, ihr konntet euch das Wirrwarr merken, was ich hier gelaufen bin. Also, sah echt nicht professionell aus. Aber wenn man das Spiel jetzt nicht. Wie so manche andere wahrscheinlich als Lieblingsspiel hat oder so, dann, ja, dann läuft man das mal nicht jedem so ab. Werdet ihr feststellen, wenn ihr das Spiel selber spielt. Und da haben wir unseren Endboss, das ist der Minotaurus. Oh, den ich gleich jetzt mal rein. Oh, oh Mann. Ich kann ihn nochmal treffen. Ah, fuck. Ja, nehme ich das. Oh, ich will nicht nochmal zurück. Ach, scheiße. Nicht tot. Ja, ich sagte es, ich werde sterben. Dann ist es jetzt soweit, weiter geht's. Vielleicht schaffen wir es diesmal. So, weiter und wieder den gleichen Weg. Ich orientiere mich bei diesem Weg an der gleichen Sache. Das hat geklappt. Wo wir halt das Schild bekommen haben und dann den Weg von da an in eine andere Richtung gehen.
sag euch, ey, schreibt mir bloß auf, wie lang müsst, ey. Oh, Mann, Alter, von hinten ein Kreuz, was soll das denn? Ups, falscher Weg, Scheiße. Oh. Eine weiter. Blöder Mist. Ja, gut, können wir jetzt hier gut reingehen. Jawohl, da sind wir wieder. Oh. Jawohl, Mist, die verdient. Ah, du. Weg sein, wenn der Endgegner kommt. Oder auch nicht. Super. Oh. Oh, das sieht doch schon wieder scheiße aus. Oh. Oh, die Keule in den Nacken. Okay. Aber, Birne treffen. Alles klar. Ruhig, ruhig. Ruhig. Schön ruhig scheppern. Komm schon, stell dich so an. Jawohl. Das lief doch. Ja, ihr hattet schon danach gestrebt, oder war schon mal gestrebt, uns wieder zu sehen. Und jetzt gibt sie uns die letzte Nachricht von unserer... von unserer geliebten Kai. Ja, wir haben all unsere Aufgaben oder Herausforderungen erfolgreich bewältigt. Ach, Jack, ja, welcher Name. So, wollen wir nochmal Lied nehmen. Das Tor zum Land, wo Hades lebt. Über der See, zwischen Krete und Argolis, hat sich jetzt geöffnet. Aphrodite hat ihre Nymphen gesendet, nach der Tagung, um uns zu helfen. Ja, please, bitte rette mich, bevor es zu spät ist. Ja, hoffentlich uns, rettet uns wer, bevor es zu spät ist. Ja, jetzt laufen wir dahin zurück. Ich hoffe, wir schaffen es. Ah, merke. Ah, ist sowieso schon fast vorbei. Geht auf. Ich denke mal, ich werde es nicht schaffen. Ich glaube, wir müssen gar nicht so schwer. 1, 2, 3, 1, 2 Türen und... Oh! Ja. Haben wir halt nochmal Bildschirm gewechselt, bevor wir tot sind. Na gut, weiter. Und ich weiß nicht, muss mein Weg nochmal gehen. Könnte sein. Nee, okay. Sind wir angekommen? So, und von hier an würde ich sagen, sehen wir uns im letzten Level wieder, Freunde. Ich dachte, ich schaff's nie, aber